Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute ist der 10. Oktober, es ist 11 Uhr und ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Webinar begrüßen, wo sich alles um das Thema Agilität dreht. Denn wir möchten Sie heute mitnehmen auf eine Reise und Ihnen Möglichkeiten vorstellen, wie Sie agiles Arbeiten in Ihrer Organisation mit Microfocus ALM Octane realisieren können. Bevor wir mit dem fachlichen Teil starten, geben wir den Teilnehmern noch die Chance, sich einzuwählen und ich werde noch 2-3 Minuten kurz was zur Proficom AG erzählen. Mein Name ist Björn Fröbe und ich bin bei uns im Unternehmen für das Marketing zuständig. Wir haben Ihnen hier ein paar interessante Fakten zu unserer Firma aufbereitet. Im nächsten Jahr dürfen wir unser 20-jähriges Jubiläum feiern. So lange sind wir schon am Markt aktiv und insbesondere sind wir in den Bereichen Qualitätsmanagement, IT-Betrieb und IT-Security aktiv. Auf der nächsten Folie zeige ich Ihnen ganz kurz, welches Leistungsportfolio wir für Sie und unsere Kunden anbieten. Wir finden uns im DevOps-Cycle zu Hause. Das ist unser Metier. Und die verschiedenen Disziplinen, die Sie hier sehen können, sind diejenigen, die wir auch für Sie und unsere Kunden erbringen können. Ich glaube, das ist ein sehr breit gefächertes Portfolio, was wir bedienen. Und heute schauen wir einfach mal auf das Thema ganz explizit Agilität, agiles Arbeiten, wo wir die Entwicklung und Bereitstellung von Software oder Systemen bzw. deren Organisation vorstellen wollen. Dazu habe ich mir kompetente Unterstützung geholt. Bei uns im Unternehmen wird Ihnen den fachlichen Part Nick Neumann, seines Zeichens IT-Consult, vorstellen. Ihm zur Seite steht Christoph Brachmann, Senior IT-Consultant und Experte für ALM Octane. Beide Kollegen kennen sich extrem gut aus in diesem Thema. Und so wie ich es schon gehört habe im Vorfeld, haben sie ein volles Programm gepackt. Ich denke, wir schaffen es, diese Stunde gut zu füllen. Aber auch Sie sind gefragt in diesem Webinar. Wenn Sie Fragen haben, finden Sie in WebEx auf der rechten Seite dieses Frage- und Antwortenmodul. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Fragen da an uns schreiben und wir am Ende des Webinars eine gesammelte Frage- und Antwortrunde machen, die ich moderieren werde und wo die Kollegen dann ihre Fragen explizit beantworten können. Ja, an der Stelle wünsche ich Ihnen ein tolles Webinar. Hier nochmal der Hinweis auf die beiden folgenden Webinare, einmal am 7. November bzw. am 5.12. Dort werden wir die Themen rund um ALM Octane nochmal vertiefen. Zum einen explizit dieser Umstieg, wer ALM.NET bisher nutzt und ALM Octane einsetzen möchte. Unser Supportleiter gibt Ihnen dort wertvolle Tipps und Hinweise, wie das gelingen kann, wie migriert wird. Und wir haben eine spezielle FAQ-Session für Sie vorbereitet. Da auch gerne der Wunsch an Sie, wenn Sie Fragen haben, lassen Sie uns diese zukommen. Wir sammeln und werden dann nochmal in diesem FAQ-Webinar explizit darauf eingehen, sodass Sie an der Stelle alle Ihre Fragen beantwortet bekommen. Und das findet, wie gesagt, Anfang Dezember statt. Jetzt möchte ich gern an meine Kollegen übergeben und darf Christoph Brachmann bitten, zu übernehmen. Vorgestellt. Ja, neben den Webinaren wird es auch noch einige Blogbeiträge und Factsheets rund um das Thema ALM Octane und Integration geben. Bedeutet, gerne mal bei uns auf der Homepage proficom.de mal nachschauen. Da kommen jetzt auch in nächster Zeit relativ viele News, auch das komplette Thema. Genau, jetzt bis Dezember, hatte Björn schon gesagt, sind die nächsten zwei Webinare geplant. Genauso soll es im Frühjahr auch weitergehen. Sobald es da Neuerungen gibt, würden wir Sie auch direkt informieren. Genau, das soll es von meiner Seite auch schon gewesen sein. Nick, dann würde ich dir das Thema übergeben, dass du uns quasi mit dem ersten Webinar hier starten kannst. Dann vielen Dank. Auch von mir nochmal herzlich willkommen alle in der Runde. Mein Name ist Nick Neumann. Seit mittlerweile 5 Jahren bei der Proficom tätig als IT-Consultant
Ich bin in vielen unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern aktiv, sei es die Source-Utilisierung, sei es der Einsatz von Synchronizern, sei es das Testmanagement oder auch ALM-Octane, worum es heute gehen soll. Und zwar wollen wir heute mal schauen, wie man agile Methoden mit Octane zusammen einsetzen kann und wie man sich darin am besten so voranarbeiten kann, damit es ein effektives Arbeiten wird. Dazu die Agenda heute. Ein kleiner Einstieg in ALM-Octane. Was ist das überhaupt? Danach schauen wir uns den konzeptionellen Ansatz an, wie man mit Scrum innerhalb von Octane arbeiten kann. Anschließend ein großer Block mit der Live-Demo. Da schauen wir uns an, wie wir uns in den Rollen, die in Scrum gegeben sind, das heißt einmal als Product Owner und einmal in der Rolle des Teams, innerhalb des Octanes bewegen können. Anschließend noch ein paar Folien über die Integrationsmöglichkeiten von Octane in bestehende Firmenstrukturen. Infrastruktur und zum Schluss, wie Björn es schon gesagt hat, noch die Fragenrunde. Fangen wir an mit der Einführung in ALM-Octane. Octane ist eine Parallelentwicklung von MicroFocus zu ihren Produkten des Quality Standard oder auch ALM.NET. Der Fokus liegt hier ganz klar auf der agilen Entwicklung. Das Quality Standard an seine Grenzen stößt, setzt Octane voll ein. Dass es eine neue Entwicklung ist, ist natürlich auch dieses modernes Tool, was mit der Zeit geht. Die Usability für den Anwender ist nochmal stark im Fokus und auch nochmal stark verbessert worden. Außerdem liegt die Integrierbarkeit in den CI/CD-Prozess ganz klar im Fokus des Tools. Im Aufbau ist es als Client-Server-Architektur. Das heißt, es besteht unter anderem aus einem Application-Server, aus einem Elasticsearch und noch Datenbank-Server. Und was den Client-Aspekt angeht, es ist auf HTML5 basierend. Das heißt, es ist keine extra Installation mehr notwendig, sondern man kann Octane aus jedem gängigen Browser aufrufen, sei es nun Chrome, Firefox oder auch Edge. Zu dem konzeptionellen Ansatz, wie gesagt, Octane entfaltet dann seine vollen Stärken, wenn man agile Methoden darin zum Einsatz bringt. Wir wollen uns in dem Webinar jetzt vor allem auf Scrum fokussieren, aber auch zum Beispiel Kanban ist möglich. Das heißt, in Octane haben wir Tools gegeben, die uns das Arbeiten mit Scrum und Kanban erleichtern. Das soll aber nicht heißen, dass nicht auch die klassische Entwicklung weiterhin in Octane stattfinden kann. Das heißt, möchte man seine Projekte eins zu eins aus dem Quality Center übertragen, ist das auch möglich. Und man kann weiterhin ganz klassisch auch in Octane arbeiten. Webinar vor allem den Fokus auf Scrum liegt, noch ein paar Randnotizen zu Scrum anschauen. Scrum ist ein agiler Prozessrahmen und er beschreibt vor allem zeitlich konstante und kurze Iterationen und Sprints. Das heißt, das Ziel von Scrum ist es, eines Sprints, der 2, 3 oder 4 Wochen gehen kann, je nachdem, wie man es definiert, ein Produkt fertigzustellen, was so eingesetzt werden kann. Die Projektleiterrolle so nicht mehr, sondern sie wird aufgeteilt. Einmal in den Product Owner, der die fachliche Verantwortung trägt. Das heißt, er definiert Anforderungen oder wie auch im Agilen dann die User Stories, gegebenenfalls auch die vom Kunden kommen. Es gibt das Team, welches die technische Verantwortung übernimmt. Und es gibt noch den Scrum Master, der für die organisatorische Verantwortung verantwortlich ist. Das heißt, wenn dem Team Hindernisse in den Weg gestellt werden, die an der Zielerreichung, ja, die Zielbe beeinflussen, ist der Scrum Master dafür da, diese aus dem Weg zu räumen. Ganz wichtig ist noch, dass wir bei Scrum-Teams von cross-funktionalen Teams reden. Das heißt, innerhalb eines oder sind alle Funktionen abgebildet, die zur Erreichung oder die zur Erzielung dieses Programminkrements nötig sind. Das heißt zum Beispiel, wir haben Entwickler in dem Team, wir haben aber auch Tester, sodass der komplette Zyklus ist, der durchlebt werden kann. Bevor wir in die Live-Demo reinschalten, noch ein paar Eckpunkte zu dem Szenario, in dem wir uns befinden. Das Projekt basiert auf der Entwicklung eines Webshops, in den wir auch gleich noch hereinschauen werden. Als Methode wird Scrum verwendet. Es arbeiten mehrere Teams an diesem Projekt und wir befinden uns im laufenden Projekt. Das heißt, es wurden auch schon Vorkonfigurationen getroffen. Das heißt, Releases und Sprints wurden angelegt, aber auch die Teams mit den Teammitgliedern wurden bereits angelegt. Und der Backlog ist auch schon gefüllt. Es wird schon fleißig gearbeitet.
Schauen wir uns ganz kurz den Shop an, worauf das Ganze basiert. Ein ganz einfacher Webshop. Man kann aus verschiedenen Kategorien seine Produkte auswählen, man kann Bestellungen tätigen, auf verschiedene Weise Zahlungen tätigen und so weiter. Schauen wir uns nun das ALM Octane an. Hier als Einstiegsseite habe ich das Dashboard gewählt. Das ist für jeden User frei konfigurierbar und besteht aus verschiedenen Grafiken, die man sich selber auswählen kann und auch selber anlegen kann. Das heißt, hier kann man sich direkt einen Einstieg in das Projekt schaffen. Man kann sehen, wie ist der aktuelle Stand, wie viele Fehler gibt es, wie viele offene Punkte müssen noch diesen Sprint abgearbeitet werden und so weiter. Der Aufbau von Octane und aus welchen Modulen es besteht. Der linken Seite. Wir zum einen den My-Bereich. Das ist für jeden User eine kleine Einstiegsseite auch, in der alle Entitäten und auch Tasks erfasst sind, die der User noch bearbeiten muss, beziehungsweise die ihm zugewiesen sind. Auch wenn man andere Mitarbeiter in seinen Entitäten verlinkt, tauchen diese da auf. Wir haben das Dashboard, das haben wir uns gerade angeschaut. Wir haben das Modul der Defects, was man auch aus dem Quality Center kennt. Da werden alle Fehler abgelegt. Und wir haben das Management-Modul. Auslagerung einiger Einstellungen. Darin können zum Beispiel Sprints und Releases angelegt werden. Zu den großen Modulen mal das Requirements-Modul, was wir uns heute nicht anschauen können. Aber ich habe es bereits gesagt, auch klassisches Arbeiten ist in Octane weiterhin möglich. Und dafür ist der Requirements-Modul perfekt. Ist im Prinzip auch das, was man aus dem Quality Center kennt. Wir haben den. Darin werden wir uns gleich weiter bewegen. Die Hauptzentrale eines jeden Scrum-Teams kann man sagen, zumindest was die Planung angeht. Wir haben den Team-Backlog, das heißt den Backlog nochmal auf Teamebene runtergebrochen. Wir haben den Quality-Bereich, welcher sowohl die Testvorbereitung als auch Testdurchführung beinhaltet. Werden wir uns aber heute auch nicht weiter anschauen. Ebenso wie den Pipelines-Bereich, was im Prinzip das Ganze rund um die Testautomatisierung abdeckt und die Anbindung an CI-Server. Zum Schluss. Dem Zahnrad noch versteckt sind die Einstellungen. Darin kann komplett alles gemacht werden, was mit Workflow-Customizing zu tun hat. Wir können benutzerdefinierte Felder erstellen, wir können unsere Entitäten anpassen, wir können Teams erstellen, wir können Member, also Teammitglieder, den Team zuweisen. Wir können aber auch verschiedene Berechtigungen einstellen, anlegen. Schauen wir uns jetzt den Backlog an. Wir befinden uns jetzt in der Rolle des. Das Sprint Planning steht bald an, das heißt, es muss Backlog-Pflege betrieben werden. Und was muss der Product Owner alles machen? Zum einen legt er Epics an und anschließend noch Features und User Stories und das schauen wir uns jetzt mal an. Allgemein, der Aufbau Backlog so aus, dass wir auf der linken Seite eine Übersicht haben über alle Epics und die darunter befindlichen Features. Um so eine Schnellübersicht und ja, ein Schnellwechselsystem zu haben. Hauptfläche haben wir verschiedene Unterkategorien. Einmal ein Überblick noch. Darin finden wir auch wie im Dashboard verschiedene Grafiken, die ihre Daten aus den Backlog-Items ziehen. Da schauen wir später noch rein. Aber jetzt am Anfang die Aufgabe von dem Product Owner, möchte Epics erstellen, geht also in das Epic-Modul und kann ganz einfach über das hinzufügen. Da das noch recht grob gehalten ist, muss das Ganze natürlich noch granularer gestalten werden. Und als nächstes kommen Features unter die Epics. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen einfach in die Feature-Unterkategorie und legen hier ein neues Feature an, haben dann aber den Nachteil, dass wir noch eine manuelle Zuweisung an einen Epic erledigen müssen. Einfacher ist es meiner Meinung nach, wenn wir auf der linken Seite unser jeweiliges Epic auswählen, worunter das Feature sich befinden soll. Und dann wählen wir einfach, drücken auf das Plus und fügen ein Feature hinzu. Und dann ist es direkt dem Epic zugewiesen. Das aber immer noch nicht ganz reicht, um es im Sprint Planning weiter zu bearbeiten. Beziehungsweise müssen wir jetzt, oder wir müssen jetzt User Stories anlegen, damit die Teams diese im Sprint Planning sich zum einen zuweisen können und damit weiterarbeiten können.
Das heißt, wir suchen wieder auf der linken Seite und ein passendes Feature raus, in dem Fall Invoices. Haben hier auch wieder, wie bereits bei den Vorgängern, zu jedem Feature auch nochmal eine Übersichtsseite mit allen relevanten Grafiken, die benötigt werden. Und schauen uns hier die aktuellen Backlog-Items an. Und wir sehen schon, dem Feature sind einige User-Stories zugeordnet, aber auch Defects zum Beispiel. Was wir hier auch noch machen können, neben der Erstellung von Defects, wir können Quality-Stories anlegen. Das sind im Prinzip Rahmenbedingungen für die Qualitätssicherung. Optional. Es kann auch alles über User-Stories abgedeckt werden. Außerdem lassen sich hier noch Features und Epics hinzufügen. Fügen wir mal eine neue User Story hinzu und sehen dann schon, eine Maske geht auf mit vordefinierten Feldern. Masken kann man im Customizing anpassen. Das heißt, wir können einmal eine Maske erstellen. Welche Felder sollen vorgegeben sein, wenn wir eine neue User Story erstellen? Und wir können eine Maske erstellen, welche Felder sollen präsentiert werden, wenn wir eine bereits vorhandene User Story bearbeiten. Und das lässt sich auch für alle Entitäten, das heißt Epics, Features, Defects, hinterlegen. Wir hier noch haben, wir haben Anzeige der Pflichtfelder, sehen wir an dem roten Punkt vor den Feldern, bei Name und Feature. Und welche Funktion Octane auch noch hat, wir können auf das kleine Ausrufezeichen klicken und bekommen dann nur die Felder angezeigt, die wirklich Pflichtfelder sind. Was hier nicht angezeigt wird, wird Feature, weil das bereits vorausgewählt wurde und da bereits etwas drin steht. Was ich schon mal vorbereitet hatte, ist ein Template für die User Story. Und das Template kann ich beliebig benennen und kann ich auch mit allen möglichen Teammitgliedern teilen. Was das bedeutet, wenn ich ein Template auswähle, dann sehen wir schon, er hat uns ein Application-Modul. Das heißt, das ist für die Tests vor allem relevant, bereits vorausgewählt und er hat die Description noch ergänzt. Und genau diese beiden Änderungen hatte ich im Vorfeld getätigt. Das heißt, immer wenn ich jetzt eine User Story in dem Bereich Invoices anlegen möchte, wähle ich mein von mir erstelltes Template aus und habe dann schon mal einiges vorausgefüllt, was ich in dem Moment brauche. Noch ein Release drinne, den können wir jetzt machen. Und wir können das Template jetzt zum Beispiel auch updaten, also überschreiben. Wir können neue Templates anlegen. All die Möglichkeiten bestehen. Außerdem können wir noch Text hinzufügen, um danach ein besseres Filtern zu ermöglichen. Also wir könnten jetzt noch einen Tag machen, was auch nochmal Invoices heißt und hätten dann ein extra Filterkriterium. Gut, geben wir der User Story noch einen Namen, zum Beispiel als User, die ich mit Pfund bezahlen kann. Haben ansonsten alle Felder ausgefüllt und legen uns die User Story jetzt an. Dann finden wir diese auch direkt unter dem Feature Invoices und können fortfahren. Was natürlich noch die Rolle des Product Owners ist, ist das Priorisieren unseres Backlogs. Das heißt, wenn das nächste Sprint Planning ansteht, was sollen die Teams überhaupt als nächste Aufgaben erledigen? Bereiten wir es unter den Backlog jetzt so vor, dass wir noch eine Priorisierung reinbringen können. Wir stellen auf der rechten Seite erstmal einen Filter ein, dass nur User Stories angezeigt werden. Möchten aber den kompletten Backlog noch sehen, deswegen bewegen wir uns hier in den Backlog rein. Haben hier also eine komplette Übersicht über alle User Stories, was noch recht groß ist. Deswegen können wir im Vorhinein auch noch auswählen, dass nur User Stories angezeigt werden sollen, die keinem Release zugeordnet sind. Dann wird je nach Filter auch immer die linke Seite noch angepasst. Was wir jetzt noch vornehmen, ist Sortierung nach Rang, genau, also in dem Fall nach Rang, weil das als unser Sortierelement dienen soll. Wir können aber auch die Sortierung nach allen möglichen anderen Kriterien vornehmen. Da das Rang schon vorher eingestellt war, ist das jetzt okay. Unsere neue User Story wurde frecherweise direkt an die letzte Stelle gesetzt.
Und deswegen möchten wir sie ganz nach oben hinschieben, damit das Team dann, wenn es den Backlog bearbeitet, sieht, okay, diese Story, User Story ist für uns relevant, die nehmen wir als nächstes. Ansonsten, welche Möglichkeiten bestehen noch? Wir können das Ganze zum Beispiel gruppieren bei besonderen Feldern. Hätte ich den Filter User Story jetzt nicht drin, könnten wir zum Beispiel nach dem Type gruppieren und würden dann über User Story, Quality Story und Defect sehen können. Und es gibt auch noch verschiedene Ansichten in dem Backlog und dann auch in dem Team Backlog, wie wir später sehen können. Und je nach Ansicht sind verschiedene Punkte vor allem relevant. In der Ansicht, das ist jetzt noch relativ leer, würden wir aber sehen, wann wurde der letzte Test Run durchgeführt, war dieser erfolgreich, war dieser nicht erfolgreich. Zurück in unsere Quid View, eure Übersicht. Okay, das war es zumindest schon mit der Rolle des Product Owners, zumindest in Vorbereitung auf das Sprint Planning. Das heißt, User Stories wurden jetzt angelegt, diese wurden priorisiert. Das heißt, wir können als nächstes uns in die Rolle des Teams hineinversetzen. Wir als Team machen, wollen unsere Sprint Planning durchführen. Wir haben hier schon die richtigen Filter gesetzt. Das heißt, wir haben User Stories, die keinem Release zugeordnet sind. Wir haben nur User Stories drin. Könnten noch Defects mit einblenden, falls es da noch welche gibt. Gibt es in dem Fall nicht. Und wählen auf der rechten Seite dann das Planning aus. Das heißt, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass Octane Tools bereitstellt, die auf die einzelnen Methoden angepasst sind, sehen wir hier, das Planning ist wirklich perfekt für Scrum geeignet. Wir wählen jetzt noch unser aktuelles Release aus, können das Ganze ausfahren, können dann den Sprint auswählen, den wir planen möchten. Und dann eine Anzeige Teams, die dem jeweiligen Release zugeordnet sind. Das heißt, innerhalb von Octane können wir eine beliebige Anzahl an Teams haben, die aber unterschiedlichen Releases zugeordnet sind. So können auch parallele Arbeiten stattfinden, wenn das gewünscht ist. Und wir sehen schon, hier sind zwei Teams zugeordnet. Wir haben das AOS API Team und wir haben Team W. Und bei Team W sehen wir schon, sie haben eine Gesamtvelocity von 50. Das heißt, es ist zu erwarten, dass das Team 50 Story Points abarbeiten kann in dem Sprint, hat aber noch 23 offene Story Points. Das können zum Beispiel Überbleibsel aus vergangenen Sprints sein. Das heißt, wenn da noch User Stories oder Defects offen geblieben sind, wurden die in dem Fall mit rübergenommen. So, wir haben auch hier in der Mitte, wenn wir sie uns an das Schätzen der Stories machen, was das Team im Planning Meeting als erstes macht, auch noch verschiedene Spalten einblenden ohne Problem. Sind eigentlich jetzt schon da. Wir haben die Story Points eingeblendet. Sind jetzt noch unwichtige, wie zum Beispiel den Owner ausblenden, damit wirklich nur das Relevante für uns dasteht. Haben wir in der zweiten Spalte die Story Points und können direkt hier und in dem Backlog, ohne extra noch in das Item reinklicken zu müssen, die Story Point Schätzung vornehmen. Sagen wir mal, diese User Story braucht 8. Wir gehen davon aus, dass das Team bereits die User Stories kennt, sich damit auseinandergesetzt hat. Und als nächstes möchte das Team sich dann diese User Story auch zuordnen, kann das ganz einfach per Drag and Drop, wie auch das Sortieren per Drag and Drop ging, sich auf die rechte Seite ziehen und dann sehen wir schon, der gelbe Balken hat sich weiter bewegt. Jetzt sind bereits 31, 50 ja, Velocity Story Points und wir wüssten, okay, wir könnten jetzt noch so und so viel hinzufügen, wenn es gewünscht ist. Jetzt sind wir mit dem Sprint Planning schon durch. Wir haben die User Story zugeordnet, die noch keine Zuordnung hatte. Die anderen möchten wir jetzt nicht mehr machen. Können uns als nächstes in den Team-Backlog springen. Das heißt, das Planning ist vorbei und wir kommen uns direkt ans Ding ran. Wir wechseln das Modell in den Team-Backlog und sehen hier erstmal eine Übersicht über alle in jedem Release und alle User Stories, die aktuell bearbeitet werden, in welchem Status die sind. Die Anzeige bringt unserem Team natürlich nicht so viel. Das heißt, wir filtern wieder nach unserem aktuellen Release. Dann auch nach dem Sprint, den wir gerade geplant haben.
und wählen dann noch unser die Ansicht. Sehen dann schon, okay, hier sind alle User durch, die aktuell in dem Sprint bei dem Team liegen. Ganz unten finden wir unsere neue User Story und können dann hier weitermachen. Schauen wir kurz durch, was noch gibt. Ganz oben ein paar allgemeine Grafiken noch. Hier auch das, was wir gerade im Planning gesehen hatten. 31 User Stories sind verplant, es ist noch keine abgeschlossen. Keine Defects offen und wie lange Release noch läuft. Und wann der Sprint startet. Da ich jetzt einen späteren Sprint ausgewählt habe, startet er erst in 48 Tagen. Aber das sei zu ignorieren. Gut. Team Backlog ist gleich dem Backlog, aber es kommt noch eine weitere Ansicht hinzu und nämlich das Board View. View, sehen wir alle User Stories und in welcher Phase die sich aktuell befinden. Wir sehen hier auch die verschiedenen Phasen New, wir sehen in Progress in, und dann. Diese Phasen lassen sich im Projekt Customizing beliebig anpassen. Das heißt, wir können weitere hinzufügen, wir können aber auch Sachen rauskürzen. Wenn wir sagen, das New soll neu heißen, ist das auch kein Problem. Das heißt, wir können auch nur drei Phasen machen, neu, in Bearbeitung und fertig, wenn das ausreicht. Jedem ist hier freier Spielraum gegeben. Das heißt, je nachdem, wie sich das Team entscheidet, kann das Team das für sich entscheiden. Wie können wir hier mit den User Stories arbeiten? Wir haben hier unsere neue User Story. Ich möchte mich als Bearbeiter hinzufügen, bekomme nur die Liste der Teammitglieder angezeigt, wähle dann daraus mich an. Und als nächstes möchte ich das Ganze in Progress verschieben und hier sehen wir schon, hier taucht die Ansicht Drop an, das heißt, es klappt alles. Würde ich die User Stories aber verschieben wollen in Testing, zeigt er mir an, das klappt nicht. Woran das liegt? Das liegt an dem Workflow, der im Hintergrund definiert wurde. Was ich gerade auch gesagt habe, dass es jedes Team für sich entscheiden kann, das muss auf Projektebene entschieden werden. Also nicht jedes Team kann sich die Phasen selber anpassen, sondern es wird für das gesamte Projekt. Aber hier ist der Workflow definiert. Ich kann es also nicht zu in Testing schieben. Muss erst auf In Progress klicken, habe die User Story jetzt und könnte sie jetzt weiter verschieben. Wie gesagt, der Workflow lässt sich auch in den Einstellungen bearbeiten. Gut, gehen wir mal in die User Story rein. Die User Story ist jetzt in Bearbeitung. Ich möchte jetzt daran arbeiten. Das heißt, als nächstes werde ich Task erstellen für die jeweilige User Story. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich unter New wirklich nur den Namen der User Story hinzufüge. Zum Beispiel als Task. Ich kann aber auch über das Plus-Symbol eine neue Task hinzufügen, könnte hier wieder mit Templates arbeiten, wenn das gewünscht ist. Aber wir halten es jetzt einfach. Was wir natürlich auch noch machen können, wir können auch Anhänge an die User Story hinzufügen, an die Task hinzufügen. Geht aber auch an User Stories und Features und Epics. Haben jetzt eine neue Task hinzugefügt, die wir dann später arbeiten könnten. Gehen zurück und hier gibt es auch als Unterkategorie Task. Da schauen wir mal rein. Und hier haben wir, wenn wir in die View reingehen, eigentlich genau das Scrum-Board, womit ich zumindest in der Vergangenheit mit Teams immer gearbeitet habe. Das heißt, hier sind alle User Stories aufgeführt und auch alle Tasks darunter liegen und die schon den Leuten zugeordnet sind oder auch nicht. Hier ist noch eine alte, hier ist unsere aktuelle. Und das sind genau die beiden Tasks, die ich hinzugefügt habe. Und ich kenne es eben aus Projekten. Jeden Morgen stellt man sich oder setzt man sich immer vor den PC oder vor das Board und bespricht dann die einzelnen User Stories durch. Ich würde sagen, okay, ich arbeite an der User Story, das mit Pfund bezahlt werden soll, habe die beiden Tasks aber noch nicht begonnen. Und dann im späteren Verlauf ist jedes Teammember natürlich selber für sich verantwortlich, seine Tasks zu pflegen. Und auch Scrum lebt ja nach dem Pull-Prinzip, das heißt, jeder sucht sich seine Aufgaben selber raus, so wie ich es gerade gemacht habe. Ich habe mir die User Story zugewiesen
und dann Task erstellt. Was dann der nächste Schritt wäre für mich, ich möchte zum Beispiel Tests entwerfen für die einzelnen User Stories. Dazu klicke ich in die User Story rein und habe den Test. Und hier sehe ich schon, es wurde bereits ein Test angelegt, der wurde auch schon mal in der Vergangenheit durchgeführt. Einmal ist er fehlgeschlagen, einmal fehlt noch etwas. Und wir schauen uns den Test jetzt einfach mal an, sehen hier wieder allgemeine Settings, die durchgeführt werden. Wir können den Testtyp zum Beispiel bestimmen. Wir können sagen, ob das Ganze automatisiert ist. Außerdem, was auch bei den vergangenen ist, es gibt immer noch den Relations Tab. Das heißt, mit was ist die einzelne Entität, in der wir uns jetzt befinden, verlinkt. Und dieser manuelle Test ist mit der User Story verlinkt, mit der 5259. Und hat aber auch schon einige Testdurchführungen an sich dran. Und wir können das hier auch durchnavigieren oder neue Verknüpfungen hinzufügen. Und jetzt die Steps an. Hier sehen wir jetzt schon im Vergleich zum Quality Sender einen großen Unterschied. Und zwar ist es nicht mehr tabellarisch aufgebaut, sondern hier in Textform und ein bisschen anders. Wir haben insgesamt zwei Editoren. Das ist der reine Texteditor. Und wir haben aber auch noch eine visuellere Darstellung. Und bei der wird es schon deutlich, es gibt zwei verschiedene Arten von Testschritten. Das wird auch nochmal klar, wenn wir uns die Knöpfe anschauen, die zur Verfügung stehen. Wir können einmal einen normalen Step hinzufügen, aber wir können auch einen Validation Step hinzufügen. Das heißt, ein normaler Step wäre zum Beispiel hier 1 bis 5, das heißt, ich rufe proficom.de auf und als Validierung geben wir dann an, eben einen Validierungsschritt zum Beispiel. Die Webseite der Proficom ist aufgetaucht und auf der Startseite befindet sich eine Anzeige über die kommenden Webinare. Das hat aber an sich keinen großen Einfluss für die spätere Testdurchführung. Das können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Gehen wir noch kurz die anderen Möglichkeiten hier durch. Wir können einmal, wie auch im Quality Sender, wir können Call Steps hinzufügen. Das heißt, möchten wir den Testfall modular aufbauen, besteht hier die Möglichkeit, modulare Testschritte zu hinterlegen, zum Beispiel für den Login. Der Login würde dann öffnet die Webseite, klicke auf den Button Login, gebe die User-Daten ein. Und diesen modularen Baustein könnten wir nun in andere Tests einfügen. Und wenn sich irgendwann mal etwas an dem Login-Prozess ändern sollte, müssen wir nur diesen einen Call-Step ändern und überall, wo er auftaucht, ist die Änderung bereits mit drin. Es gibt dann noch die Möglichkeit, kurz in den anderen rein. Es gibt noch die Möglichkeit, Dateianhänge mitzumachen, wie ein Editor klappt. Wir können eine Tabelle hinzufügen. Das ist vor allem dann für die Parametrisierung relevant. Hier können wir neue Tabellen erstellen, wir können aber auch bereits existierende verwenden. Es gibt eine Versionierung und wir können den Test durchführen. Was wir mal direkt machen. Wieder allgemeine Informationen mit reinpacken. Wie soll der Test wann laufen? Wo soll er zugeordnet sein und so weiter. Und danach öffnet sich schon der manuelle. Und hier werden wir auch gleich nochmal sehen, dass zwischen den Testschritten und den Validierungstestschritten kein allzu großer Unterschied. Zumindest was die Defekt-Aufstellung angeht. Wir sehen schon, 1 bis 5 waren wie links ganz normal. Und dann haben wir den sechsten Schritt, der übrigens in dem normalen Editor. Der Validation Step ist mit einem Bindestrich und Fragezeichen gekennzeichnet. Und dann sehen wir, wir können bei diesem Schritt dem Ganzen einen Status verpassen, so wie wir es aus dem Quality Sender eigentlich bei jedem Schritt kennen. Das heißt, wir können hier Passed einstellen, wir können Failed machen und noch die anderen Schritte. Das hat aber keine Auswirkung auf die Defekt-Erstellung in dem Sinne. Das heißt, wir können sowohl bei diesem Validierungsschritt einen Defekt erstellen, wir können aber auch bei Schritt 5 zum Beispiel, was ein ganz normaler Teststep ist, einen Fehler einstellen. Das heißt, wenn man doch gerne jeden einzelnen Schritt einen Status verpassen würde, dann kann man auch überall theoretisch die Validierungssteps hinzufügen. Erstellen wir mal einen Fehler für einen normalen Teststep, klicken auf das Defekt-Symbol und haben dann hier entsprechend, wie unsere Maske definiert ist, schon die Vorauswahl der Felder.
Ich habe ja auch bereits schon mal ein Template angelegt für den Defekt. Und was an dem besonders ist, wir haben noch Tasks, die dabei erstellt werden sollen. Das heißt, wir haben insgesamt drei Tasks, einmal Reproduce, einmal Fix und Retest. Und diese drei Tasks sollten dann, sobald der Defekt erstellt werde, mit erstellt werden. Das kann vor allem für sich wiederholende Tasks kann für wiederholende Tasks sinnvoll sein. Wenn zum Beispiel bei jedem Defekt immer erst ein Reproduce gemacht wird und danach wird es gefixt und danach geretestet, nimmt das nochmal Arbeit ab und spart Zeit. Geben wir dem ganzen Defekt noch einen Namen. Zum Beispiel Webseite kann nicht angezeigt werden. Haben jetzt alle Pflichtfelder schon ausgefüllt und können das Ganze jetzt schon hinzufügen. Können aber auch hier wieder Dateianhänge hinzufügen. Und was ich ganz charmant finde, wir können die aktuellen Steps, die bis zu dem Schritt auftauchten, wo unser Fehler aufgetreten ist, diese werden alle hineinkopiert. Das heißt, da ich auf fünften Schritt, ich glaube, den Defect-Button gedrückt habe, sehen wir hier Schritt 1 bis 5 nochmal aufgeführt, was natürlich für den Entwickler recht charmant ist, da er so nochmal schnell alles nachvollziehen kann und wir müssen das nicht händisch rauskopieren oder dann nochmal im Test schon, sondern ist gleich gebündelt im Defekt. Das Ganze fügen wir nun hinzu und sehen dann schon, okay, Step, das war auch der fünfte, ist ein Fehler aufgetreten, der aufgenommen wurde. Würden jetzt noch mehrere Fehler auftreten, könnten wir hier oben eine Übersicht über alle bereits erfasste Defects und anzeigen lassen. Finde ich vor allem auch sinnvoll für exploratives Testen, da man da ja doch viele Defects aufnimmt und das nicht unbedingt Schritten zugeordnen werden kann. Gut, geben wir dem Ganzen noch einen Pass und ein Failed mit und beenden den Run. Den dann zum Beispiel auch, haben allgemein noch für in einzelnen Entitäten haben wir noch eine History, die angezeigt werden kann, wie man es auch aus anderen Tools kennt. Wir haben jetzt für die User Story den Run durchgeführt. Unser letzter Run war nicht erfolgreich. Und können zurück in unser Board reingehen. Items an. Da das unsere Einstellung so sollte. Zumindest was wir im Hintergrund gemacht haben, wurde der Defekt bereits unserem Backlog-Katalog hinzugefügt, dem aktuellen Sprint. Da kann man sich je nach Projekt darauf einigen, möchte man, dass Defekte immer im aktuellen Sprint noch abgearbeitet werden. Man kann aber auch sagen, die sollen direkt in den Backlog verschoben werden, ohne Release, und dann werden die im nächsten Sprint-Planning zugeordnet. Schauen wir uns nochmal den Defekt an. Defekt-Aussteller, beziehungsweise ich als natürlich gern informiert werden, wenn sich hieran was tut, kann dann sagen, ich möchte oder ich drücke den Follow-Button und jetzt folge ich dem Defekt. Was heißt das? In der Abteilung My Work, was ich ganz am Anfang gezeigt hatte, werde ich jetzt immer informiert, wenn sich an dem Defekt etwas tut. Das heißt, sobald der Defekt in Progress geschoben wird, also bearbeitet wird, oder sobald der Band dann ist, werde ich informiert. Außerdem kann ich auch noch Kommentare setzen. Könnte zum Beispiel hier direkt über das @-Zeichen den Entwickler, bei dem ich denke, der will sich eh drum kümmern, Bescheid geben. Hier, schau mal, du hast doch für diese User Story etwas gecodet gehabt. Hier ist ein Fehler aufgetreten. Ich verlinke dich einfach mal. Kann ihn dann im Kommentar hinzufügen. Und wenn ich das mache, taucht das bei dem jeweiligen Entwickler, also bei Alex jetzt, auch in seiner MyWork auf. Das heißt, wenn er das nächste Mal in MyWork reinschaut, sieht er, oh, hier ist ein Kommentar für mich. Idealerweise hätte ich noch dazu geschrieben, schau mal den Fehler an. Und dann würde es so bei ihm auftauchen. Tätigkeiten des Teams, zumindest was das Octane angeht, da wir gerade bei dem Thema Entwickler waren. Was auch noch möglich ist, ich schalte dazu mal ganz kurz in unser Visual Studio rein. Als Entwickler ist es auch möglich, sich ein Octane-Plugin in seine Testumgebung des seine Test, also in seine Entwicklungsumgebung des Vertrauens einzubauen. Das heißt, ich arbeite gern mit dem Visual Studio.
Dann kann ich hier ein Octane-Plugin einfügen und bekomme alles, was unter MyWork aufgetaucht ist, auch direkt in Visual Studio angezeigt. Kann dann die einzelnen Entitäten öffnen, kann hier Änderungen vornehmen und kann hier weiterarbeiten. Also die Möglichkeit besteht auch. So muss der Entwickler nicht dauernd in das Octane reinschauen, sondern kann das aus seinem Visual Studio heraus machen. Gut, das war es erstmal soweit mit der Live-Demo. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind zu einzelnen Punkten, gerne noch in die Fragen, dann können wir später auch nochmal reinschauen. Jetzt würde ich gerne noch etwas zu der Integration von Octane sagen. Und zwar vor allem, was das Pipeline-Modul angeht. Denn wie kommen die ganzen Testdaten? Wir sehen es rechts unten aus dem Fall, im Falle von zum Beispiel Selenium, SoapUI oder LeanFT. Wie kommen diese alle zu Octane rein? Das geschieht über einen CI-Server. Wir in der Proficom haben uns eine gebaut über Jenkins. Das können wir jetzt mal direkt reinschauen. Wie sieht diese Pipeline aus, wo am Ende alles in Octane drinne landet? Zuerst wird ein Bild erstellt über Maven und es wird ein Docker-Image auf einen Nexus gespeichert bzw. gepublished. Währenddessen werden Security-Tests und Unit-Tests durchgeführt gegen den Source-Code und SonarQube gibt eine Auswertung über die Testabdeckung. Auswertung von SonarQube finden wir in der Pipeline wieder als grafische Auflistung. Gewünscht ist, wenn man das so eingerichtet hat. Wie geht es dann weiter? Ist das abgeschlossen? Wird das Ganze auf unserer QA-Umgebung deployed? Auf der finden dann wirklich ja, die weiteren Tests statt. Zum einen API-Tests finden statt, Load-Tests, Penetrationstests und UI-Tests. Das Ganze kann geschehen mit LeanFT, mit UnFT. Wir haben noch LoadRunner im Einsatz. Wir haben aber auch SoapUI und Fortify und zum Beispiel WebInspect. Und wenn all diese Tests erfolgreich waren, erst dann wird das Ganze auch der Produktionsumgebung ausgerollt. Und den aktuellen Stand über den Build, wie ist der aktuelle Stand der Pipeline, welche Tests wurden durchgeführt, finden wir in Octane wieder. Und können da live nachverfolgen, wo stehen wir aktuell und wie ist der Stand der Dinge. Zum Schluss noch, wie Octane mit anderen Tools zusammenspielen kann. Oftmals ist es ja so, dass übergreifend andere Tools eingesetzt werden. Zum Beispiel die einen schreiben ihre Anforderungen gerne bei IBM Doors. Die anderen nutzen Jira für ihre Defekterstellung. Und es ist aber möglich, all diese Tools, ich sag mal, miteinander zu verheiraten, sodass wir auch in Octane alle Anforderungen sehen, wie auch bei IBM Doors, obwohl diese nur in Doors abgelegt werden. Dazu gibt es verschiedene Tools, zum Beispiel den Tasktop Integration Hub. Es gibt Connect All, aber auch Microfocus hat mit Connect ein neues Tool entwickelt, was diese Synchronisierung zwischen den einzelnen Tools möglich macht. Wie das genau aussieht, wird zumindest teilweise in einem späteren Webinar, und zwar bei dem Umstieg von ALM.NET auf Octane, nochmal präsentiert. Aber wenn ansonsten Fragen zu den Synchronisierungstools vorhanden sind oder Sie einen Vergleich brauchen oder eine Frage dazu haben, wenden Sie sich gerne an mich oder auch an uns, an die Proficom allgemein und wir können sicher da helfen. Ansonsten war es das für mich erstmal mit der Präsentation. Wir sind jetzt am Ende angekommen und ich würde das Wort gerne an dich übergeben, Björn, damit du die Fragenrunde einleiten kannst. Wunderbar, vielen Dank, Nick. Das war jetzt ein sehr umfangreicher Einblick in ALM Octane, was es kann, wozu es dient und wie man es nutzen kann. Während der Session sind schon einige Fragen eingegangen und ich möchte die Fragerunde gerne damit eröffnen, dass ein Teilnehmer gefragt hat, er hätte gehört, dass der Internet Explorer Browser nicht mehr unterstützt wird. Gibt es da schon gesicherte Erkenntnisse von uns? Christoph, kannst du dazu was sagen? Ja, kann ich sehr gerne. Nicht mehr unterstützt ist immer so eine Sache. Also empfohlen wird eher, dass man Chrome und Firefox nimmt. Erfahrungsgemäß kann man mit dem IE auch noch arbeiten. Er hat aber manchmal in so, ja, ich sag mal, ist es manchmal besser, nicht den IE zu verwenden. Deshalb würde ich, wenn ich
umsteige, mir auch Gedanken machen, ob ich prinzipiell auch Chrome oder Firefox als Alternative zum IE nehme. Gut, vielen Dank. Dann kam noch eine Frage rein, welche Octane-Version wir in der Live-Demo gezeigt haben. Nick, kannst du das beantworten? Ja, wir haben das neueste Content Pack gezeigt, die Nummer 11. Okay, vielen Dank. Version, weiß nicht, ob Christoph. Genau, Versionsnummer habe ich jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist es das neueste Content Pack. Dazu werden wir auch einen Blogbeitrag in Kürze rausbringen, was da mit dem Content Pack sozusagen Neues kommt. Was man schon sieht, ist, dass das Design sich ein bisschen verändert hat, dass das Management-Modul hinzugekommen ist. Und ja, noch ein paar andere Kleinigkeiten dazu dann ja in Kürze auch nochmal einen Blogbeitrag machen. Weil ich gerade noch gemerkt hatte, Nick, du hattest noch eins, könntest du den mal vielleicht mal zeigen, wie das dann aussieht für den Anwender sozusagen, wenn er früh auf Arbeit kommt und muss, welche Entitäten ihm zugeordnet sind, dann wäre das sozusagen hier der MyWork-Bereich. Genau. Ich habe nur eben den MyBook-Bereich ausgewählt und sehe dann schon alle Task- und User-Stories und auch Test-Runs, die wir dann ausgeführt haben, die mir zugeordnet sind. Ich würde hier Notifications sehen, wenn ich aktuell welche hatte, oder auch alle Kommentare, wo ich drinne verlinkt. Also ein schöner Einstieg wirklich in den Arbeitsalltag, wie Christoph sagte. Man kommt früh an und sieht, was gibt es Neues? Wo stehe ich? Wo mache ich weiter? Gut, vielen Dank. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Eine Teilnehmerin fragte, wie definiert man hier ein Template? Ich glaube, da ging es darum, wo du vor uns gezeigt hattest, wenn man ein neues ja, Epic sozusagen einstellen möchte. Und wie kann man das definieren? Okay, also ich glaube, das von der Maske dann die Rede, weil das bei Template war ja einfach die vorausgewählte Daten können ausgewählt werden. Wir schauen mal in die Einstellungsbereich rein. Dann sehe ich hier auch schon mal bei den Einstellungen allgemein, es wird eine Übersicht über alle Spaces angezeigt, die wir haben. Es können unterschiedliche Spaces, also schon ganze Projekte angelegt werden, die auch unterschiedliche Einstellungen dann jeweils haben. Für die einzelnen Masken nenne ich es mal. Hier in die Entitäten rein und deine Auflistung über alle. Wir machen mal das Beispiel der Epics und sehen dann schon, was ich sagte, wir haben einmal die Auswahl für neu und für die editierbaren und können hier dann unser Template frei wählen. Das heißt, wir können ganze Sections hinzufügen. Die würden hier auftauchen. Wir können Felder hinzufügen, die wir bereits angelegt haben. Würden wir jetzt sagen, wir würden komplett neue Felder hinzufügen, würde das über den Field-Tab geschehen. Und da können auch benutzerdefinierte Felder noch hinzugefügt werden. Aber ich kann jetzt nochmal hier was dazu machen. Und hier sehen wir dann die Maske. Und das kann dann hin und her geschoben werden, wie man es für sich braucht. Soweit die Frage. Das werden wir sehen. Also wenn da jetzt noch Aspekte offen sind, können wir gerne im Nachsatz nochmal, im Nachgang dieses Webinars darauf eingehen. Ich habe noch ein paar mehr Fragen bekommen. Und zwar die eine Frage war eines Teilnehmers, kann ich die gruppierte Ansicht im Backlog speichern und mit anderen Usern teilen, sodass ein ganzes Team beim Anmelden die gleiche Ansicht sieht? Christoph, übernimmst du das? Ja, kann ich sofort übernehmen. Es gibt wie im ALM sogenannte Favoriten. Das heißt, ich kann diese Favoriten entweder für mich selber festlegen, für das Team oder auch für das komplette Projekt. Dazu kann ich ganz einfach beispielsweise, Nick, kannst du mal in die Workspaces zurückgehen? Und zwar einfach in das Backlog hinein. Mach's gerade in der auf.
Da könnte ich hier beispielsweise, wir können ja mal die Filter weglassen und sagen, wir möchten das mal nach Release und Sprint gruppieren. Zum Beispiel Releases. Sagen, okay. Dann hätten wir hier beispielsweise die ersten Gruppierungen drin. Und wenn ich jetzt oben auf diese Sternchen klicke, die Möglichkeit zu sagen, das als neuen Favoriten speichern, nenne den beispielsweise Releases und Sprintfilter und kann dann hier unten auch sagen, mit wem ich diesen Filter teilen möchte. Möchte ich den mit allen Projektmitgliedern teilen oder nur mit bestimmten Teams? Und dann kann dann halt auch derjenige dann das auch wählen. Wenn ich jetzt weder alle oder die Teams wähle, ist das ein Favorit, den ich dann nur selber habe. Aber von den einzelnen Teammitgliedern muss dann immer noch der Filter ausgewählt werden, zumindest. Das ist noch so. Ich vermute, dass es da vielleicht in Zukunft auch von Micro Focus Seite so eine Regel gibt, dass man sagt, wenn ich Teammember im Projekt oder wenn ich Teammember des Projekts AOS API bin beispielsweise, dass dann immer dieser Favorit gewählt wird. Gut, wir haben jetzt noch einige Fragen und in Anbetracht der Zeit, die uns noch zur Verfügung steht, würde ich um eine kurze Antwort bitten. Wenn möglich. Und zwar fragt ein Teilnehmer, wird der BPC-Testansatz noch kommen? Vermute, da geht es um BPT. ALM, das heißt, das ist ja ich will mal sagen, die Modularisierungsmöglichkeit von Tests, die derzeit im ALM.NET möglich ist. Derzeit ist es so, dass dieser BPT-Ansatz nicht übertragen wird ins Octane. Als Möglichkeit habe, ist, dass ich sage, wenn ich jetzt viel im ALM mit BPT gearbeitet habe, dass ich und aber meine komplette Projektorganisation im Octane machen möchte, habe ich die Möglichkeit, auch über den Jenkins die ganzen ALM-BPT-Tests automatisiert starten zu lassen und mir die Ergebnisse im Octane anzuzeigen. Das heißt, ich könnte dann sozusagen den BPT-Ansatz im ALM.NET weiter durchführen und hätte meine Ergebnisse dann trotzdem. Was ich jetzt Dankeschön. gehört habe, ist, dass BPT für ALM Octane nicht kommen wird. Okay, das denke ich, ist noch eine wichtige Info. Die nächste Frage beschäftigt sich zum Thema Lizenzen. Und zwar fragt ein Teilnehmer, wird eine Lizenz verbraucht, wenn eine Verbindung mit TFS des Entwicklers besteht? Okay, danke, kurz und knapp. Und die letzte Frage, die ich jetzt gerade noch so lese, ist, wie werden unterschiedliche Projekte gehandhabt? Ist jedes Projekt ein eigener Workspace? Genau, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aspekt ist auch, hängt auch ein bisschen davon ab, welche Lizenz ich habe. Diejenigen, die von ALM.NET kommen, kennen ja zum Beispiel die ALM-Version und die Qualys-Setter-Version. Der Hauptunterschied war da, dass ich im ALM.NET Templates anlegen kann, die ich auf die einzelnen Projekte anwenden kann. Ähnlich ist es auch im ALM Octane. Das heißt, es gibt sogenannte Shared Spaces und unter diesen Shared Spaces liegen Workspaces. Habe ich quasi die ALM-Version für Octane, das heißt die Pro-Version ist es dann, glaube ich, oder genau, dann habe ich die Möglichkeit, Shared Spaces anzulegen, was quasi wie also eine Art Templates sind. Bedeutet, ich lege in meinem Shared Space einmal eine Konfiguration an und alle Workspaces, die unterhalb dieses Shared Spaces liegen, haben dann die gleiche Konfiguration. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Workflows definiere, den Defect-Workflow definiere, dann gilt der dann für alle Projekte, die unterhalb dieses Shared Spaces liegen. Als zweite Möglichkeit habe ich sogenannte Isolated Workspaces, das heißt, diese Projekte sind komplett unabhängig von anderen Projekten. Das bedeutet auch, dass ich in den Projekten mich frei entfalten kann. Ich kann eigene Felder beliebig hinzufügen, eigene Workspaces, eigene Workflows definieren und ändern, wie ich. Shared Spaces ist es zum Beispiel auch, dass ich in dem MyWork-Bereich auch Informationen zu Entitäten aus anderen Workspaces, beispielsweise mehreren Projekten tätig bin. Okay, Dankeschön.
Die letzte Frage kam jetzt noch kurz vor knapp rein. Da ging es nochmal im Rückgriff um das Thema BPT. Die Frage ist, wird das generell weiterhin unterstützt oder ist es ratsam, jetzt schon zu planen, davon wegzugehen? Oder plant Micro Focus weiterhin BPT zu unterstützen? Also BPT, das ist, haben wir auch ganz oft die Anfrage, was passiert mit ALM.NET? Ganz wichtig, ALM.NET fällt nicht weg oder wird abgelöst oder irgendwann nicht mehr, sondern ALM Octane ist einfach, wie wir es ganz am Anfang schon gesagt hatten, Parallelentwicklung zum ALM.NET. Das heißt, das ALM.NET wird genauso noch weiterentwickelt, genauso auch BPT, wie es vorher war. Das Einzige, was sich geändert hat, ist natürlich, dass jetzt hinter dem ALM.NET nicht mehr ganz so viele Entwickler stecken, wie das vielleicht vor 5 Jahren noch der Fall ist, sondern dass sich jetzt auch relativ viele mit dem ALM Octane beschäftigen. Bedeutet aber, dass ALM.NET auf jeden Fall weiterentwickelt wird. Es gibt es auch noch weiterhin, genauso auch BPT. Wunderbar, vielen Dank. Ja, an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wenn Fragen jetzt noch im Nachgang entstehen, zögern Sie bitte nicht, diese uns zu stellen, ganz direkt an meine Kollegen oder generell an die Proficom. Wir kümmern uns darum. Und ja, an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auf die zwei folgenden Webinare. Wir haben es jetzt gerade nochmal angerissen. Das Thema Umstieg wird nochmal ganz konkret behandelt werden durch unseren Supportleiter Axel Furich, wo es darum geht, wie Sie die Projekte von .NET nach Octane migrieren können. Und nochmal der Hinweis auf die Frage- und Antwort-Session, die wir Anfang Dezember planen. Ja, wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, dass so viele uns zugehört haben. Danke nochmal an Sie für die Aufmerksamkeit und an unsere Kollegen für die ausführlichen und ja, erhellenden Informationen. An der Stelle möchte ich mich verabschieden von Ihnen und Sie in einen wunderbaren Donnerstag entlassen. Schöne Mittagspause wünsche ich und ich hoffe, wir sehen uns zu den nächsten Webinaren hier an dieser Stelle wieder. Vielen Dank. Tschüss.